Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Legend of Legaia, direkt nach Galas Traum. Gala, du wirkst traurig. Ja, in meinem Traum habe ich mich an etwas erinnert, das ich vergessen wollte. Das heißt also, dass wir dann mit dem Träumen fertig sind. Sind ja auch komplett jetzt mit allen dreien durch, stimmt. Faszinierend ist natürlich, dass es genau drei Linien sind. Es ist ja nicht so, dass es vielleicht vier oder fünf Rauch-Zero-Helden hätte geben können. Oder nur zwei. Klare Worte spiegeln sich in ihren Seelen wieder. Gut gemacht, meine Kinder. Alle eure Träume sind wahr und unsere Seelen zu neuem Leben erweckt. Wir deuten euch die Vergangenheit. Wir deuten euch die Zukunft. Dies ist Teeks Geschenk. Das ist die Mission Teeks, des Zero-Menschen. Halb Zero, halb Mensch. Bitte was? Er ist also ein... Ja, ein Symbiont ist er ja eigentlich dann schon nicht mehr. Seht, es ist Teek. Ich kann Teek jetzt klar erkennen. Und wer von denen ist jetzt Teek? Teek, halb Zero und halb Mensch? Ja, das klingt alles schon ein bisschen unglaublich, das ist wohl wahr. Hat Teek euch alles erzählt? Nein. Teek ist die Zeit. Teeks Worte sind kategorisch. Es ist Teeks Wille, dass die Worte voller Menschlichkeit sind. Das heißt es also, wir müssen jetzt hier mit denen im Kreis reden. Am Anfang war Teek und Teek war alles. Dann teilte sich Teek in zwei Hälften, Menschen und Zero. Teek teilte auch die Welt in zwei Hälften, Menschenwelt und Zero-Kai. Okay. Zum Schutz beider Welten gab Teek der Menschenwelt 10 Genesis-Bäume und Zero-Kai einen Urbaum. Aha. Teek ließ Zero-Kai von einigen wenigen Zero regieren, denen er besondere Ra-Zero-Kräfte verlieh. Aha. Okay. Vor 1000 Menschenjahren schmiedete der Ra-Zero Rogue hinter Teeks Rücken einen Komplott. Rogue gab den Menschen Zero, doch sie begehrten die Kraft der Zero und stürzten ihre Welt ins Chaos. Das wissen wir ja nun schon. Teek erfuhr von dem Komplott des Ra-Zero Rogue und warf ihn ins ewige Verlies von Rogue. Rogue wurde ins Verlies von Rogue geworfen, okay. Doch einige Zero sollten den Menschen dienen, die mit den Zero die Zivilisation aufgebaut haben. Mhm. Der Nebel ist der Atem des bösen Rogue, doch den Nebel, der Legaia heimsucht, erzeugten Menschen. Okay. Teek schloss die Ra-Zero in die Genesis-Bäume der Menschenwelt ein und er befahl ihnen, helft den guten Menschen bei der Rettung der Welt, wenn Rogue oder ein anderes Übel auftaucht. Okay, jetzt wissen wir zumindest, warum die Ra-Zerus da sind. Hat Teek euch alles erzählt? Jetzt ja. Warn, Noah, Gala. Versteht ihr drei jetzt die Zero, die Ra-Zero und Teek? Ich denke schon. Teek weiß alles. Er begibt euch jetzt den Feuertropfen. Na dann, naja. Der Feuertropfen aus einer Zeit, als das Chaos die Welt und die Welt das Chaos war. Der Feuertropfen ist das Chaos und das Chaos der Feuertropfen. Geht's nicht noch poetischer? Teek, das reine, vollkommene Wesen, der Zero-Mensch, der nur aus Geist besteht. Er erfüllt jetzt die Hoffnung der Menschen und Ra-Zero, indem er die Tür zu seiner Welt öffnet. Hä? Hey? Warn, Noah, Gala. Nee, Moment. Es redet ja Noah. Warn, Gala, ich habe Angst. Wir müssen Platz machen für Teek. Ja, dann tritt man halt beiseite. Achso, und die spielen jetzt Ringelpiez mit anfassen, oder was wird das? Hm? Seht, Menschen. Teek hat zwei Welten in einer zusammengeführt. Das Chaos ist heraufbeschworen. Der Feuertropfen ist das Chaos. Teek kehrt nun ins Chaos zurück. Aha. Kopfkratz. Unlogik und so. Okay, es ist vielleicht nicht unlogisch, aber es ist mir definitiv zu hoch. Ja, was wird das jetzt? Ein schwarzes Loch. Wir werden alle vernichtet werden. Teek ist weg. Was für eine Feststellung, Noah. Das haben wir auch überhaupt nicht selbst gemerkt. Nein. Mm-mm. Was zum Henker ist denn jetzt los? Gibt es wirklich einen Weltuntergang? Spiel vorbei, alle tot, oder wie?
Oder gibt es jetzt nochmal eine Traumrunde? Menschen, nehmt den Feuertropfen. Wo ist er denn? Da. Gut, es gibt also eine... Wir halten jetzt fest, es gibt eine Anleitung, um eine Zeitbombe zu bauen. Dafür ist der Feuertropfen nötig. Ah, okay. Ich habe jetzt verpasst, den Text mitzulesen, weil der läuft automatisch. Mit Hilfe dieser drei Dinge kann das Wissen die Zukunft aufbauen. Vergesst das nie. Ja, Mut, Stolz, Tapferkeit, Kühnheit, Liebe. Ja, ja. Und am Ende rufen wir den Captain Planet. Oder wie? Spaß beiseite. Ich frage mich nur halt gerade. Es gibt eine uralte Anleitung zu einer Zeitbombe. Diese Zeitbombe kann nur mit dem Feuertropfen gebaut werden. Das heißt also, irgendwann muss ja jemand von diesem Feuertropfen erfahren haben. Sprich, Teak muss irgendjemandem schon mal so ein Ding gegeben haben. Wer war denn das? Ein Traum? War das alles nur ein Traum? Naja, es ist alles schwarz um dich. Nein, Gala, schau, der Feuertropfen. Ja, und natürlich nimmt Varn ihn mit, ist ja logisch. Damit haben wir den Feuertropfen. Wurde ja auch Zeit. Danke, Teak. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder. Na, das werden wir dann noch sehen, ne? Geschafft. Varn, jetzt müssen wir schnell zurück zu Dr. Ushas Labor. Stimmt, aber vorher werden wir mit dem Ding noch ein kleines bisschen Spaß haben. Denn der Feuertropfen ist nicht einfach nur ein normaler, besonderer Gegenstand, wie zum Beispiel die Goldkarte, Ruinschlüssel oder der Unkrauthammer, sondern man sieht, der KP-Wert bleibt bei 100. Was heißt das jetzt? Wir können das Ding ausrüsten. Und wenn wir das Ding ausrüsten, oder zumindest müsste es gehen, ja, da ist er auch, dann werden unsere KP auf 100 fest fixiert. Und das bedeutet wiederum, wir können theoretisch Miracle Arts wie am Fließband einsetzen, wenn man vorher eine Wutsteigerung nehmen würde. Was ist das? Ist das wieder Teaks Welt? Nein, das ist nicht Teak. Seht, der ganze Wald bebt. Noah, das ist ein Zero, der unter der Erde lebt. Der böse Sim-Zero Juggernaut. Was? Was macht der denn jetzt hier? Wir müssen schnell weg. Warn, es ist zu gefährlich. Uns bleibt nur zu fliehen. Wieso? Was passiert denn da jetzt? Oder... Achso, Juggernaut arbeitet sich da gemütlich durch den Wald. Alles klar. Mit dir rechnen wir irgendwann auch noch ab, mein Freund. Wie sie sehen sie nichts. Er kam, er sah, er schoss und ging wieder. Dann sind wir ja gerade noch mal rechtzeitig weggekommen. Das hätte böse ausgehen können. Oromais ist vollkommen zerstört. Können wir uns jetzt nie wieder Teaks Kraft leihen? Der Feind, die Handlanger des Nebels, müssen Teaks Worte gespürt haben. Klingt logisch. Teak stand ihrem Ziel im Weg. Darum ließen sie Juggernaut auf diesen heiligen Ort los. Doch wir haben immer noch den Feuertropfen von Teak. Los, kommt, erteilen wir den Handlangern des Nebels mal eine ordentliche Lektion. Klingt nach einem guten Plan. Genau, eine Lektion. Vertrimmen wir sie ordentlich. Ja. Hehehe. Ganz rein zufällig bist du natürlich immer auch noch hier. Bist du immer noch hier. Ihr seid doch nicht etwa am Feiern mit einem losgelassenen Monster wie diesem da? Wir haben damit nichts zu tun. Kara, was machst du denn hier? Sich erstmal ganz lachen. Na, das ist ja eine nette Begrüßung. Ich kann tun und lassen, was ich will und wo ich es will. Nicht direkt. Hey Kara, warum gibst du uns nicht dieses Ei eines Ra-Zero, das du besitzt? Eines Ra-Zero? Oh, du meinst das Ra-Zero-Ei. Wir reden hier von Eiern.
Kannst du langsam mal was frühstücken? Das wäre eigentlich mal eine Idee. Okay. Wie, okay? Wir kriegen jetzt das Rasiro-Ei? Ja, hurra, gib es mir, ich will es, ich will das Ei. Das ist so diese typische Witz-Connection. Irgendjemand rennt und rennt und rennt und wird aber mit einer Hand am Kopf einfach mal aufgehalten. Wartet, ich gebe euch dieses Rasiro-Ei nicht umsonst. Aha. Ich hab's gewusst. Wenn ihr den Genesis-Baum von Buma genauso wieder erweckt wie den in Sol, dann gebe ich euch zur Belohnung mein Rasiro-Ei. Das hattest du von Anfang an vor. Nun, dann mal los, Kinder. Naja, wäre natürlich schön, wenn sie sich auch an das Wort hält. Kara, warte. Sag uns warum. Warum sollen wir den Genesis-Baum von Buma erwecken? Nun, wenn es um Liebe ginge, würden kleine Kinder wie ihr es ja doch nicht verstehen. Hehehe. Und tschüss. Das ist wieder toll. Sie ist ein NPC. Sie darf natürlich über das ganze Grünfutter drüber laufen. Wir nicht. Wir sind nur Helden. Wahn, was ist Liebe? Hat es etwas mit dem Genesis-Baum zu tun? Keine Ahnung. Du weißt es also auch nicht, was Liebe ist? Na, dann finden wir es doch zusammen raus. Beeilt euch, ihr beiden. Wir müssen Dr. Usha den Feuertropfen bringen. Gute Idee. Danke für die Rettung, Gala. Finden wir doch zusammen raus, was Liebe ist. Januar, machen wir. Ich zeig dir, was Liebe machen ist. Nein. So, jetzt ist natürlich auch der Nebel hier. Und da haben wir unseren Lord Eis auch wieder. Jetzt nur mit Level 2. Und wie wir jetzt gerade wahrscheinlich nicht gesehen haben, weil ich zu schnell weggedrückt habe, haben wir durch die schöne Ausrüstung des Feuertropfens wenigstens ein bisschen Spaß mit Wahn. Man könnte den Feuertropfen natürlich auch jedem anderen geben. Ich fand es jetzt nur ein bisschen passend, da Wahns Element ja auch Feuer ist, dass er dann auch den Feuertropfen hat. Genauso könnte er aber auch Gala oder Noah haben. Wenn man es natürlich so weit trainiert hat, dass man Noah auf feste 9 Leisten hat. Ich weiß nicht, das dürfte aber leider Gottes irgendwo erst um Level 40 rum sein, wenn nicht sogar noch später. Dann könnte man natürlich auch Noah den Feuertropfen geben und jede Runde eine Miracle Art durchziehen, auch bei den normalen Trash-Gegnern hier. Nur das wäre, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen arg hardcore. Mal ganz abgesehen davon, dass wir den Feuertropfen sowieso nicht allzu lange haben. Also sollte man sich darüber freuen, dass man ihn hat, solange man ihn hat. Jetzt müssen wir hier erstmal weiter, denn hier Juggernauts Angriff hat uns ja doch ein bisschen was an Zeit gekostet. Und wir wollen jetzt schnellstmöglich zu Dr. Usha. Schauen wir mal, vielleicht kommen wir sogar mit einer Tür des Windes hin. Wäre ja eigentlich schön. Schauen wir mal, ob das geht. Bahnhof Karistu, Boomer, Usha Forschungszentrum. Sehr schön, müssen wir wenigstens nicht laufen. Das ganze Ding da hinten dampft immer noch. Der Angriff da von Juggernaut hat ja wohl echt einiges zerstört. Aber dass es so einen künstlichen Sim-Zero in dieser Kraft gibt, das ist ja schon ziemlich, ziemlich krank. Wenn man mich fragt. Aber naja, lassen wir Dr. Usha jetzt erstmal seine tolle Zeitbombe bauen. Wir hatten ja jetzt echt lange auch was vom Feuertropfen, genau einen Kampf lang. Wow. Gut, wir müssen den Aufzug wieder bestellen. Ich kann an deiner Stimme hören, dass du den Feuertropfen hast. Gute Arbeit. Ich schicke sofort den Aufzug runter. Heißt das jetzt, du hättest uns den Aufzug nicht runtergeschickt, wenn wir den Feuertropfen nicht gehabt hätten, oder was? Na, das ist ja nett. Hey, ihr Schlafmützen. Die Besucher sind im Aufzug. Fangt an zu kurbeln. Wieso kurbeln? Sie hebeln höchstens. Aber naja, wir wollen ja jetzt mal nicht mit Haarspaltereien bei sowas anfangen. So, und damit wären wir auch schon wieder oben. Schauen wir mal kurz. Ja, komm. Gala ist nicht hundertprozentig fit. Dann essen wir mal kurz ein bisschen. Damit sich hier alles regeneriert. Jetzt bekommt unser lieber Doc erstmal seine Bombe. Oder seine letzte Zutat für eine Bombe oder was auch immer. Das Labor hier ist aber auch blöd eingerichtet.
Aufräumen könnte hier auch mal jemand. Hoho, überwältigend, einfach erstaunlich. Ihr seid mit dem Feuertropfen zurückgekommen. Berichtet mir, erzählt mir von Uromais. Es ist Schrott. Mittlerweile. Erzählt mir von euren Träumen, von Teague, von den Feuertropfen. Wir haben doch nur einen. Doktor. Dr. Usha. Was denn? Was? Mhm. Ja, ihr habt wohl recht. Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren, wenn wir die Welt vom Nebel befreien wollen. Stimmt. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Also, gebt mir den Feuertropfen. Ich mag nicht, das ist ein schönes Ding. Wann gibt Dr. Usha den Feuertropfen? Na denn. Dies ist also der Feuertropfen, der geheimnisvolle Schatz. Ich spüre eine starke Energie. Assistent 1, Assistent 2, seid ihr bereit? Ja, das ist ein echt guter Name für seine Mitarbeiter, wenn man nicht weiß, wie man sie in einem Spiel nennen soll. Assistent 1 und Assistent 2. Alles klar. Kernreaktor? Okay. Temperatur auf 8400 einstellen. Temperatur auf 8400 eingestellt. Reaktor heizt gleichmäßig auf. Standby abgeschlossen. Heizen beginnen, sobald das Kaiserlösemittel bereit ist. Hm. Energiesteine mit Drachenwasser übersättigen. Okay. Alles bereit? Wir fügen den Feuertropfen dem Kaiserlösemittel hinzu. Flammenschutz bereit. Feuerlöschsystem bereit. Oh Mann. Hinzufügen. Wird hinzugefügt. Jetzt macht's Bumm und der ganze Laden fliegt in die Luft. Ich sehe es kaum. Assistent 1, Assistent 2, gute Arbeit. Wir sind fertig. Du hast mit 3 Assistenten gearbeitet. Oder war der dritte noch nicht mal wert, Assistent genannt zu werden? Manchmal staune ich sogar über mich selbst. Hahaha. Hier sind sie, die Zeitbomben. Danke. Wir haben 4 Zeitbomben. Auch nicht schlecht. Warum 4 Zeitbomben? Das hat seinen Grund. Hör zu. Eine, um den Eingang zur Nivora-Schlucht frei zu sprengen. Legt sie vor den Eisblock am Eingang und drückt den Schalter. Die Bombe explodiert 3 Sekunden nach dem Aktivieren. Geht also schnell in Deckung. Merkt euch diese 3 Sekunden. Die anderen 3 müssen gleichzeitig gezündet werden. In der Schlucht gabelt sich die Straße in 3 Tunnel. Donnertunnel, Feuertunnel und Windtunnel. Was für ein Zufall! Jeder von euch muss in einen anderen Tunnel gehen. Wer wird wohl in welchen gehen? Alle Tunnel führen zu Koro. Wenn ihr alle dort angekommen seid, müsst ihr die Zeitbomben gleichzeitig aktivieren. Koro kann nur durch die vereinte Kraft aller 3 Bomben vernichtet werden. Viel Glück. Ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Ihr könnt das Eis vom Boomer auftauen. Ja, das nenne ich zumindest mal einen kleinen Hoffnungsschimmer. Leider Gottes ist unser Feuertropfen wieder weg. Auch doof. Was nehmen wir anstelle dessen? Intore erhöht die Sammlung der Magiewerte. Es gibt ja irgendwie nichts, was sich da wirklich lohnt. Und auf die Pechglocke habe ich jetzt nun echt keinen Nerv. Denn stimmt, das bronzefarbene Buch haben wir ja noch. Damit wir mehr Items nach einem Kampf kriegen. Das könnten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und damit geht's dann auch schon wieder nach unten. Und auf jeden Fall will ich jetzt aber mal speichern, damit das ganze Gelaber hinter uns ist, falls irgendwas schief geht. Denn ihr wisst ja, Safe State laden nur, wenn es nach einem beendeten Video war. Oder halt, wenn ich draufgegangen bin und dann aber am Speicherpunkt. Wäre ja sonst auch ein bisschen gemein, sonst könnte ich ja die ganzen Gegner zwischendurch umgehen und so weiter. Was denn jetzt? Ist wieder Party-Quiz-Time. Es tut mir leid, ich mache mir halt immer Sorgen. Ich muss euch leider wieder ein paar Fragen stellen. Gut. Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Wo wollt ihr hingehen? Ja, nach Sol, ist doch klar. Oder, wir wollen in die Nivora-Schlucht, genau. Sehr gut. Jetzt die zweite Frage. Wo werdet ihr die Zeitbombe zuerst benutzen? Ja, in Uromai, ist ja klar. Nee, am Eingang. Oh, ihr wisst wirklich alle sehr gut Bescheid. Wenn der Schalter gedrückt wurde, wie lange dauert es, bis die Zeitbombe hochgeht? Spiel ändert sich nach 3 Sekunden. Das heißt also,
wir bringen das ganze Spiel zum Absturz. Nein, nach 3 Sekunden explodiert sie. Korrekt. Nun die letzte Frage. Warum wollt ihr Koro mit der Zeitbombe zerstören? Dann gibt es eine Zeitbombe? Da fehlt Satzzeichen. Weil wir die Nivora-Schlucht hassen, um den Nebelgenerator zu zerstören oder um Boomers Genesis-Baum zu erwecken, damit er auftaucht. Genau, wenn ihr Glück habt, stoppt das den kalten Luftstrom aus der Nivora-Schlucht und taut das Eis an Boomers Genesis-Baum ab. Sehr gut, ihr seid eindeutig Helden und clever. Alle eure Antworten waren richtig. Wir haben 5 Heilbeeren, 5 Heilfrüchte und 5 magische Früchte. Das sind eure Preise. In der Nivora-Schlucht ist es kalt, erkältet euch da nicht. Viel Glück. Ich weiß, ihr werdet es schaffen. Natürlich. Wäre ja sonst auch ein bisschen zu langweilig, wenn wir es nicht schaffen würden. Jetzt geht's aber erstmal mit dem Aufzug wieder nach unten. So, wo ist die Nivora-Schlucht? Irgendwo mitten in der Pampa. Ich weiß es gerade auch nicht ganz genau. Aber das kriegen wir auf jeden Fall schon noch raus. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob sie hinter Boomer liegt oder ob sie jetzt hier im Norden war. Das werden wir gleich wissen. Ich werde jetzt hier einfach mal dann wieder nach Norden gehen. Ach, sehr schön. Können wir uns die Gegner wenigstens sparen. Und tschüss. Denn allzu viel Zeit haben wir für dieses Video auch nicht mehr. Und dementsprechend wollte ich eigentlich zumindest den Eingang der Nivora-Schlucht noch erreichen. Das da oben scheint es nicht zu sein. Das sind nur Eisberge, die uns hier den Weg versperren. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Wir nehmen jetzt einfach eine Tür des Windes, springen nach Boomer und laufen da dann hinten rum. Warum sind da jetzt Eisberge? Invisible Plot Walls, unsichtbare Storywände. Wir sollen da nicht weitergehen vorher. Bringt zwar nichts, weil wir könnten da sowieso nichts einkaufen an Items oder so. Weil ja eh alles mit Nebel bedeckt ist, aber wir sollen nicht weiter. Hier könnte man übrigens auch noch angeln. Nur, ich gebe offen und ehrlich zu, so oft wie ich dieses Spiel gespielt habe, ich habe hier nie geangelt und habe deswegen auch null Plan, wie das Angeln hier funktioniert. Wenn mir das irgendjemand erklären will, er kann es gerne in die Comments schreiben oder auch den anderen Zuschauern, wenn es irgendjemand weiß, er kann es gerne erklären, wie das funktioniert. Wir wissen ja, eine Angelrute gibt es als Preis beim Muskelring. Aber wie es hier sonst funktioniert, wie gesagt, ich habe null Ahnung, wie das Angelsystem funktioniert. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal mit euch zusammen aus. Das wäre natürlich eine Idee. Aber wie kommen wir hier in der Nivora-Schlucht weiter? Was können wir hier sonst noch machen? Und werden wir Koro wirklich ohne Schwierigkeiten in die Luft jagen können und damit auch die Genesis-Bäume vom Boomer retten? Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und tschö tschö.